Hallo, herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe mit Mr. T. Heute zum Thema die wichtigsten Übungen für einen Anfänger. Lieber Anfänger, was ist das Wichtigste für dich? Das Wichtigste ist für dich, dass du dich natürlich erstmal entscheidest, dass du regelmäßig Krafttraining absolvierst, wenn es geht sogar noch natürlich mit Cardio, ein Stückchen Cardio-Training zu, damit auch das Herz-Kreislauf-System funktioniert. Was sind die wichtigsten Übungen? Auf jeden Fall brauchen wir natürlich mal hier einen stabilen Rumpf, Bauchmuskulatur, Rückenstreckmuskulatur, seitliche Flanken, die müssen stabil werden. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich hier natürlich in einem guten Fitnessstudio oder noch besser von einem Personal Trainer, der natürlich seit langem auf dem Markt ist, der natürlich viel Erfahrung mitbringt, die entsprechenden Übungen zeigen lässt. Nicht jeder Mensch kann die gleichen Übungen machen. Es gibt Crunches auf dem Boden, es gibt Sit-Ups mit eingehängten Beinen, es gibt seitliche schräge Bauchmuskelübungen hängen, es gibt zig verschiedene Maschinen, es gibt Crunches auf dem Ball, es gibt Salam-Kneeling-Crunches, es gibt ganz, ganz viele Übungen. Nicht jede Übung ist für jeden geeignet, aus einem ganz einfachen Grund, weil jeder natürlich ein unterschiedliches Bewegungsgeschick mitbringt. Ganz gut, ganz klar, ihr müsst Bauchübungen absolvieren am Anfang, weil in der Regel ist es so, dass der größte Anteil der Bevölkerung, auch ihr Anfänger, in der Regel einen sitzenden Beruf habt und somit natürlich diese Muskulatur den ganzen Tag nicht benutzt wird. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier eine muskuläre Schwäche haben, dass hier natürlich Elemente belastet werden, wie zum Beispiel die Lendenwirbelsäule, zum Teil natürlich jetzt auch weiter oben die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, dass da schon in frühen Jahren Probleme entstehen, dass da schon Bandscheibenvorfälle bzw. Verschiebungen vorkommen, Vorfälle eher weniger. Aber Verschiebungen, dass hier schon muskuläre Verspannungen, dass hier schon Kopfschmerzen, Nackenverspannungen auftreten. Und dafür sollte man auf jeden Fall mal darauf achten, dass hier der Rumpf richtig trainiert wird. Ob ihr letztendlich eine Übung auf dem Boden macht, Bodencrunches, ob ihr eine Maschinenübung macht, ist schwierig jetzt von mir zu sagen, was ihr könnt. Das müsst ihr euch vom versierten Trainer erklären lassen. Maschinenübungen sind natürlich immer zweiter Wahl. Und zum Beispiel diese alten Sit-Ups mit eingehängten Füßen, wenn man den Oberkörper hochzieht auf einer Schrägbank, ist nicht geeignet, für die meisten nicht geeignet, weil sie es eben als Anfänger in der Lendenwirbelsäule muskulärtechnisch, muskeltechnisch nicht absichern können. Das heißt, die kommen hier in eine Zwangslage, das heißt ins Hohlkreuz, und das ist für natürlich ganz genau für die Lendenwirbelsäule das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Zusätzlich zu den Bauchübungen natürlich auch die Rückenstreckübungen für den gegenüberliegenden Antagonisten, der sollte die gleiche Stärke aufbringen. Da gibt es natürlich diese Hyperextensions, auch da gibt es Maschinen dafür, auch hier die Maschine die zweite Wahl. Erste Wahl natürlich immer die Frey Hyperextensions, die könnt ihr euch natürlich gerne auch vom Trainer zeigen lassen. Dann ganz klar sollten wir natürlich eben hier als Anfänger nicht mit den aberwitzigsten Isolationsübungen anfangen, wo dann der linke kleine Finger nach rechts oben eingedreht wird, um eine spezielle Bizepsspitze zu erreichen. Das ist Schwachsinn. Entschuldigung, das ist nicht Schwachsinn, aber das macht man als Anfänger nicht. Warum? Weil der Bildhauer hat einen Glotz und hat mit groben Werkzeugfender an, diesen groben Glotz zu bauen. Erst das Feinwerkzeug nutzt er zum Schluss, und so ist es auch bei euch. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mal für die Beinmuskulatur, für die Rückenmuskulatur und für die Brustmuskulatur solltet ihr eine Übung haben, wenn ihr könnt. Dann natürlich im Freihandelbereich unter Voraussetzung, dass ihr eine gute Anleitung habt von einem Trainer oder natürlich auch Maschine geführt am Anfang. Dann kann es auf jeden Fall eine Bizepsübung sein. Das kann die Langhandel-Curl sein, das kann die Scott-Curl sein in der SZ-Stange, das könnte die Kurzhandel-Curl sein. Für den Rücken ganz klar ein Frontzug zur Brust und natürlich auch ein horizontales Rudern wäre ganz gut. Und für die Beine entweder die Beinpresse, geht mit Sicherheit für jeden Anfänger, und natürlich auch die Isolationsübungen, den Unterschenkel ausstrecken und den Beinbeuger hinten, den Hintern, Oberschenkel liegen oder im Sitzen. Für den Trizeps ist es ganz gut, da könnte man auf jeden Fall klar als Anfänger einer Trizepsmaschine arbeiten oder auch Trizeps drücken am Seil ist eine Möglichkeit, und für die Schultern ganz klar die Kurzhandel drücken über Kopf oder auch eine Maschine, Druckmaschine über Kopf. Einfach Einsteigerübungen, einfache Übungen, die euch nicht bzw. wo ihr auch relativ schnell den Bewegungsablauf erlernt. Als Anfänger schon mit zu komplizierten Übungen anzufangen, ist in der Regel nicht sinnvoll, weil ihr relativ schnell überlastet seid, weil ihr euch relativ schnell überfordert fühlt, weil ihr auch bei diesen Übungen oftmals gar kein Muskelgefühl bekommt. Und somit sagt ihr natürlich, warum mache ich es überhaupt, macht es überhaupt Sinn, und schon geht auch ein Stückchen weit die Lust verloren. Gerade als Anfänger ist es wichtig,
dass ich natürlich mir das Ganze anleiten lasse. Entweder im Fitnessstudio mit guten Trainern. Das kann man vorher abfragen, wie gute Trainer sind. Da kann man fragen, wer ist da? Sind das ausgebildete Trainer oder haben die noch gar keine Ausbildung, sind nur angelernt? Dann kann man fragen, wie oft habe ich eigentlich ein Training im Fitnessstudio angemeldet? Wenn da nur von einmal der Rede war, dann würde ich es gleich vergessen. Ihr braucht mindestens 6, 7, 8 Mal eine Anleitung. Das kann auch gerne eine Gruppe sein, ist völlig egal. Aber ihr braucht eine Anleitung. Oder ihr seid so frei und gönnt euch mal einen Personal Trainer für 1, 2 Stunden. Er zeigt euch exakt euch alleine, was für euch richtig ist. Oder wenn es finanziell etwas knapp ist, was ja auch als Schüler und als Jugendlicher nachvollziehbar ist, gibt es da einen Personal Trainer Karlsruhe alias Mr. T im Netz, bei YouTube, bei Facebook, und da gibt es immer wieder Infos und vor allem Videoclips zum Thema Trainingsvideoclips, wenn man es richtig ausführt. Da könnt ihr euch informieren. Also, der liebe Anfänger, nicht überfordern, einfache Übungen ausführen, Basic Übungen ausführen, darauf achten, dass der Rumpf mit dabei ist, dass der Rücken mit dabei ist und dass man dann für jede Muskelgruppe auf jeden Fall eine Übung haben. Nicht dem Gewicht vorangeben, sondern immer Technik vor Last. Und in der Technik einweisen lassen. Merkt euch die Begriffe ohne Umkehrschwung. Muscle-Brain-Connection, dass ihr eine gute Verbindung zum Muskel habt. Dass ihr richtig atmet. Richtig atmen heißt unter Belastung ausatmen. Dass ihr in der Satzpause atmet. Und ganz wichtig, geht bitte nicht bis zum Muskelversagen. Das macht keinen Sinn. Und achtet darauf, dass ihr immer vollständige Bewegung habt. Keine halben Bewegungen, keine zuckende Bauchbewegung, sondern immer vollständige Bewegung. Und dass ihr die ganzen Übungen nicht hektisch absolviert, dass euch nicht drauf ankommt, in einer Stunde 30 Übungen zu machen, mit hoher Geschwindigkeit, hauptsächlich habt ihr sie gemacht, hauptsächlich habt ihr einen Strich hinter, sondern dass ihr Übungen macht. Und wenn es nur 10 Übungen sind, die auch mit hoher Konzentration, mit Aufmerksamkeit und mit der perfekten Technik. Und da werdet ihr lange Spaß im Training haben. Aufwärmen nicht vergessen auf dem Ergometer. Globales Aufwärmen nennt man das. Und das lokale Aufwärmen nicht vergessen, dass man vor jeder Übung, bevor man mit hier mit großen Gewichten oder mit größeren Gewichten arbeitet, den Muskel erstmal mit leichten Gewichten aufwärmen. Und dass ihr nach dem Training auch nochmal einen Cooldown macht. Den Laktatspiegel senkt und euch schneller regeneriert. Und dass ihr es nicht übertreibt. Das war's, Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Adios, Mr. T. Yep.